Jetzt habe ich mir mal die Bremsscheiben vorgenommen. Die habe ich als erstes Mal ordentlich sauber gemacht, weil die auch ziemlich verdreckt waren. Und jetzt muss ich mal eben durchmessen. Die sehen zwar gebraucht aus, klar sind sie auch, aber mal sehen, inwieweit die noch von der Verschleißgrenze entfernt sind. Ja, die sind im unteren Teil schon etwas tiefer eingelaufen, hier in diesem Bereich. Aber es ist noch nicht so beeindruckend. 5 mm zeige ich hier. Die haben, glaube ich, mindestens 4 mm. Irgendwas steht drauf. Wir haben Minimum 4 mm. Da sind wir also vom äußeren Maß her noch nahezu am Originalmaß bei dieser Scheibe. Ja, die auch, 5 mm. Naja, hier im Eingriff sind die natürlich etwas verschlissen, ein paar Zehntel, aber auch hier von 4 mm noch weit entfernt. Das sind jetzt die vorderen beiden, das ist die hintere hier. Die sieht noch mehr gebraucht aus. Oh ja, hier kann man es aber auch wirklich sehen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich probiere es einfach mal. Mal gucken, ob das funktioniert. Hier kann man also sehen, wie stark die eingelaufen ist. Außenmaß ist hier oben 7 mm. Und da kann man also wirklich sehen, wenn ich jetzt mal versuche, hier in der Mitte zu messen, dann bin ich schon bei 6,2. Und haben dürfte sie Minimum 6 mm. Also wenn ich die jetzt auf beiden Seiten etwas überdrehen würde, wäre ich wahrscheinlich schon unter der minimalen Dicke. Ich glaube nicht, dass ich die weiter verwenden kann. Ich gucke mal in meinem Fundus, ob ich noch eine andere habe. Ansonsten werde ich in den sauren Apfel beißen müssen, um eine neue zu kaufen. Also hier sind wir bei 6,2, hier im inneren Bereich, ja, 6,2. Also geht man davon aus, dass also ein Millimeter Verschleiß noch in der Norm wäre, denn hier der äußere Rand liegt bei 6 mm und bei 7 mm und der Verschleißgrenze liegt bei 6 mm. Also ist das wahrscheinlich das, was man der Scheibe zutraut, der 1 mm. Ja, also da muss ich mir was einfallen lassen. Ich muss mal gucken, was die Dinger kosten. Beziehungsweise, ob ich noch eine habe, die noch besser ist. Ich habe in meinem Fundus noch irgendwo ein paar Scheiben liegen und gelagert. Da muss man mal sehen, ob ich vielleicht noch eine bessere habe. So, jetzt baue ich das mal weiter auseinander. Standrohr sieht eigentlich noch ganz gut aus. Hier oben im oberen Bereich, da wo die Klammern sitzen, die Gabelbrücken sitzen, da gibt es ein paar Spuren, aber das ist ja hier oben nicht so furchtbar wichtig. Hier gibt es auch ein paar Rostansätze, die werde ich nachher mal mit dem Vlies entfernen. Aber zuerst baue ich sie mal auseinander. Die eine habe ich schon, die eine Seite, ups, jetzt tropft die auch noch aus Öl. Die eine habe ich schon. Die hat auch die Nacht über schon gelegen und ist weitestgehend ausgetropft. Aber hier sind immer noch irgendwo ein paar Ecken, wo noch ein paar Tropfen drin stecken. Na, ich sehe nichts, außer nichts sehe ich nichts.
So, der sieht auf jeden Fall noch gut aus, der Sprengring. Die habe ich schon wirklich sehr stark oxidiert gesehen. Jetzt kommt die restliche Soße auch noch daraus. Ja, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Dichtungen habe ich neu bestellt und die Ringe werde ich auch noch messen. Und dann schauen wir mal, wie der Kollege von innen aussieht. Dann halte ich erstmal hier unten in den Bremsenreiniger. Der beste Putzlappen ist immer noch ein Baumwollunterhemd oder Betttücher. Die sind auch sehr gut. Das lasse ich hier nochmal an geeigneter Stelle austropfen. Ja, hier sind auch wenige Verunreinigungen drin. Das Öl sah ja noch ganz gut aus. Das lässt sich aber leicht ablösen und deswegen ist das hier kein großer Aufwand. Von außen sehen die natürlich auch schon ordentlich zerschossen aus und da ist auch schon mal drüber lackiert, also da habe ich keine andere Wahl, die komplett entlacken zu lassen. Bitte oben und unten schön abdecken und dann lasse ich die einfach mit Sand strahlen. Der Rahmen ist noch nicht so weit. Und wenn der soweit ist, dann gebe ich alles mit zum Sandstrahlen. Das ist mir für die Entlackung auch zu viel, die ich da angemischt habe. Und dann lasse ich das lieber innerhalb weniger Minuten mit dem Sandstrahlgerät machen. Das ist einfacher. So, wenn das Öl mal davon ist, dann glänzt er auch schon lange nicht mehr so. Dann sieht man auch mal, wie zerschossen das Ding ist. Ich baue den jetzt mal vorsichtig wieder zusammen, ohne ihn wirklich zu verbinden, dass alles zusammen bleibt. Bis zum Sandstrahlen kann er dann so gelagert werden. Aber ich mag es nicht, wenn überall dann noch die Soße rausläuft. Deswegen mache ich den lieber mal ein bisschen fit. Und dann passt das. Hey, die Ablassschraube, die sieht auch schön übel aus. Wer weiß, was die schon alles mitgemacht hat. Die Kanten sind von dem Sechskant sind alles ziemlich zerschlagen. Wahrscheinlich auch öfters mal mit dem falschen Schlüssel dran gewesen. Aber die kann man ja problemlos erneuern. Ja, die letztendliche Reinigung mache ich dann, wenn ich sie zusammenbaue. Ob das tropft jetzt schon nicht mehr daraus. Und ich kann den jetzt mal eben zusammenstecken, dass alles wieder zusammengehört. Der Korben war die Nacht über in der Waschmaschine und deswegen ist er schon weitestgehend sauber. Da werde ich natürlich auch neue Dichtungen drauf machen, wenn ich das Ding schon einmal in der Hand habe, kann ich das gleich mitmachen. Auch noch ein bisschen Schmodder.
So. So, zur Lagerung sollte das mal reichen. So, das war's fürs Erste. Zumindest mit diesem Thema.